So, Part 1 oder eigentlich 2, weil ich am ersten Part Probleme mit der Auflösung gehabt habe und auch mit der Bedienung, ist jetzt, nachdem Xomodon es mir gesagt hat, besser. Und wir gehen jetzt rein. Und ja, jetzt heiße ich Dragodian, wie ich halt auch gerne heiße. Weil man kann die Charakter wirklich nur löschen und dann muss man irgendwie paar Tage warten und dann kann man sie erst wieder verwenden. So, also ich spiele jetzt mit der WASD-Steuerung. Man kann übrigens jetzt hier so die Fenster kleiner und größer machen. Deshalb, ja, das ist nämlich schwer. Also man muss hier auf Optionen, Graphics, Advanced Settings und dann hier das Ding ausmachen. Keine Ahnung, wieso es bei mir an war. Und ja, deshalb geht's jetzt mit dem Hin- und Herwackeln. Und wir gehen jetzt, muss jetzt rechts klicken. Hallo, eigentlich müsste ich jetzt hier hochkommen, aber es geht jetzt. Okay, es ist ein bisschen verzögert. So, was ist das? Aha, eine Anleitung oder so etwas. Ja, jetzt sind wir hier in einer Halle, so eine Haupthalle, steht nirgends, wo wir sind, aber unten werden die Druiden, das sind die Heiler und Beschwörer, links wären die Zauberer, also Damage Dealer, ohne richtig gute Rüstung, ohne Defensive oder nur wenig Defensive. Und was ist das hier? Ein Bag. Aber das ist nicht mein Bag. Mein Bag mache ich hier auf und ich habe jetzt hier unten ein Backpack. Ich möchte gerne das Battle wegmachen. Die Skills mache ich hier rauf. Und also meine Freunde mache ich hier unten. Okay, geht nicht. So, und jetzt haben wir hier die Krieger. Das sind die Defensiven. Und ich nehme die rechts. Die heißen übrigens Paladine. Keine Ahnung, wieso. Wahrscheinlich einfach, weil sie Paladine sind. Also, das sind einfach Fernkämpfer mit Bogen, Speer, Schuriken, Armbrust vielleicht noch und so weiter. So, da gehe ich mal dahin und ihr seht, dass ich jetzt so ein ja, Rangerrier bin. Und jetzt hat er mir noch erklärt, dass man hier rechts klicken kann. Oder, Moment kurz. Eichkummer konnte ich doch irgendwie rechts klicken. Day. Say stay. Gut. Nein, irgendwie hat er gesagt. Tja, was hat er gesagt? Eigentlich hat er gesagt, rechtsklicken. Aber wenn ich jetzt nicht rechtsklicken kann, was dann? Ja, dann machen wir das nicht. Weil man kann sich noch die Dinge verändern. Den Skin anpassen. Okay, jetzt habe ich hier Pfeile. Die Pfeile brauche ich wahrscheinlich irgendwo. Ich möchte die Pfeile irgendwo hin tun. Okay, kann ich die nirgends doppelklicken? Kann ich ja nicht. Ich möchte gerne mich noch kurz wechseln. Einfach zum Zeigen. Das ist VFP, PvP. Tja. Okay, das muss ich nochmal sagen. Dann fangen wir mal mit dem Krieg an. Ja, komm. Nein, bitte nicht so. Okay. Also mit dem Pfeiltasten kommt man auch die Treppen besser hoch und so. Ja, es sind zu viele. Es sind einfach viel zu viele Trolle da unten. Bitte hilf mir kurz. Ja, du musst nicht immer die Klasse wechseln. Helf mir doch. Ich habe jetzt AP. So. Und greif ihn dann an. Kannst du bitte angreifen? Wieso greifst du nicht an? Hallo? Ja, ich greife dich sonst an. Aber diesmal nicht. Weil ich einen Bogen habe. Ja.
Die greifen echt immer noch an. Nein, bitte nicht, bitte nicht die. Sonst sterbe ich. Ja, sehr, sehr anfängerfreundliches Spiel. Und aber eben, es ist ein Oldschool-Spiel. Man hat damals einfach schwere Spiele, vor allem mit der Steuerung. Und was ist hier? Okay, die kann ich nicht aufsammeln, aber. Ja, toll! Jetzt, die haben mich gefangen, ich sterbe. Ich kann einfach nicht weg. Die haben mich einfach gefangen. Greif doch an. Toll. Jetzt. Weg da. Weg da. Wieso wird man von Gegner gefangen? Ja, eben keine Support-Sachen leider. Aber ja. Ja, was soll ich jetzt machen? Das ist ein Heiltrink oder was? Kann man keine Hilfe bekommen? Hallo, ich möchte. Okay, ich bin wieder, leider wieder schon wieder so überfordert wie am Anfang im ersten Part. Überlegen. Tutorial habe ich ja gemacht, aber die schreiben da nichts. Vielleicht kann ich da irgendwas. Was willst du mit mir? Geh weg. Danke. Ich möchte die Pfeile hier irgendwo hin tun, damit ich Pfeile benutzen kann. Ja, ich möchte sie moven, also ich möchte sie hier hin tun. Eigentlich konnte ich doch mit einem Doppelklick dorthin schieben, aber das geht wieder nicht. Als er mir gesagt hat, ging's, aber jetzt ging's wieder nicht. Okay. Use an object of yourself. Paladin? Ja, ich möchte F1 ist Heiltrank, das ist gut. Dann ist das Mana-Trank. Und was sind das für Zauber? Ich kann nicht irgendwie außerirdisch sprechen. Okay. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Dann mache ich das mal an, dann ist Auto-Chase. Und wie soll ich mich am besten heilen? Gibt es keinen Heiltrank, einen Heilzauber oder so? Aha. Und wenn wir hier unten sind, sehen wir nach oben. Okay. Und von dort sind wir gekommen, oder was ist das? Aha. Wir sind jetzt also oben. Okay, das ist zu. Aber wieso ist das zu? Ich möchte die Items. Vor allem die Kiste möchte ich. Okay, jetzt sind wir wieder. Also wir müssen nach oben wieder. Ah, verstehe. Okay. Ja, die Übersicht ist leider auch noch nicht so gut. Also ist nicht so gut. Immer noch nicht so gut. Kann man das essen? Munch. Ja, Munch. Mach mal Munch. Gut, danke. Schon besser. Jetzt will ich es nochmal probieren, ob man jetzt mit dem Ding angreifen kann. Ja, ich möchte doch angreifen. Okay, dann gehe ich wieder nach oben. Nein, du kommst nicht nach oben. Oh Gott. Ich will die Pfeile benutzen. Ich will die Pfeile benutzen. Ich schreibe mal hin. Wie benutzt man die Pfeile im Backpack? Also hi, also mit NPCs spricht man einfach reden, hi, und dann benutzt man einen Trade. Wenn du gerade aufnimmst, schöne Grüße an die Zuschauer. Werde ich ausrichten, habe ich gemacht. Schöne Grüße an euch Zuschauer. Und File-Slot. Okay, File-Slot. Unter der rechten Hand. Ah, kann man da noch weiter aufmachen oder so?
unter der rechten Hand. Dann muss das der Pfeil sein. Das. Geht irgendwie nicht. Da ist ein Pfeil und unten dran ein Ringslot. Ich bin überfordert. Vielleicht hier drauf? Oder hier drauf? Hier drauf? Ah, okay, Fackel war's. Musste Fackel weglegen. Danke. So, jetzt schau. Jetzt kann ich angreifen. Okay, ja, jetzt hat er natürlich alle Gegner getötet. Wir gehen jetzt mal nach oben. Das will ich haben. Gut. Ist das jetzt besser? Kann ich das irgendwie sehen? Du kannst es gar nicht benutzen. Leg es wieder hin. Ist mir scheißegal. Und jetzt greife ich den an. Genau. Jetzt macht er Schaden, aber er macht keinen Schaden. Also, er greift an, aber macht keinen Schaden. Ja, was ist jetzt mit ihm? Er greift mich an, okay. Ich kann mich nicht drehen. Es ist zu schwer für mich. Ja, aber ich mach doch keinen Schaden. Wieso mache ich keinen Schaden? Ah, jetzt! Wow, er hat mal getroffen! Jetzt bin ich wirklich beeindruckt. La 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 la. Okay, es ist also nichts für neumodische Spiele. Die würden dann wirklich, ein Speer und ein Rapier, oder was? Und wo ist der Speer und wo ist der Rapier? Ah, da unten. Genau. Rapier, Speer, Münzen. Oh, jetzt habe ich 4 Münzen. Das ist auch cool, dass dann immer mehr sind und dann ist plötzlich ein Goldbeutel und so. Ich möchte den Speer benutzen. So, ich habe hier ein bisschen Sauerei gemacht und jetzt kannst du bitte aufputzen. Du musst nicht nur bei mir mich anschauen. Ich gehe jetzt weg. Ich werde jetzt das nehmen. Das werde ich jetzt nehmen. Danke. Also, ich will mal ein Schwert benutzen. Ein Speer benutzen, nicht ein Schwert. Danke. Da unten sind Pfeile. Kann man die auch einfach rein tun? Was sind denn das? Kann man die jetzt zusammenstecken? Scheinbar schon. Super. Okay, und Doppelklick, Rechtsklick. Dead Man's Drive. Oh, nein, nicht so. Nein, 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 nein. Ich gehe jetzt auch. Die will ich jetzt noch nicht angreifen. Ich muss zuerst besser werden. Das ist mal klar. Okay. Also das ist mal ganz sonnenklar. Ich werde zuerst ein bisschen besser werden. Okay, das Spiel ist wirklich nicht für ein Weichei. Das kann man nicht aufnehmen. Ich will Knochen. Ich will irgendwie einen Wolf züchten. Nein, wir sind hier nicht bei Minecraft. Okay, scheinbar wollen die ganze Zeit meine Gegner töten. Soll ich mal... Ich geh mal oben durch. Vielleicht ist beim Sorcerer weniger los. Und ihr da? Du bist leer. Und da hat jemand Sachen weggeworfen. Diese Lederrüstung ist doch für mich, oder? You cannot use. Steht nirgends etwas. Na, wenn die gleich sind, dann lege ich das wieder raus. Vielleicht brauche ich einfach irgendwas Besseres. Okay, wenn du Münzen hast, dann nehme ich sie natürlich.
Ja, jetzt werden sie kleiner, gut. Das will ich. Das sieht aus wie ein gegerbter Panzer. Das kann ich auch nicht benutzen. Doch, kann ich benutzen. Aber wo steht wo die Sachen? Das sieht schrecklich aus. Oh, oh, oh. Oh. Komm schon. Und die Kampfmusik, die ist einfach gigantisch gut. Also keine Ahnung was. Bitte. Oh. Verfaulte Eier habe ich bekommen. Wo sind die Eier? Das da? Nein, bitte nicht. Nicht, nicht. Ich habe doch kein Leben. Jetzt möchte ich mal probieren. F1. Ah, gut. Toll. Jetzt kommst du dran. Aber irgendwie ist mit dem Speer schlechter zu treffen, habe ich das Gefühl. Soll ich wieder mit dem Bogen kämpfen? Okay, jetzt habe ich mal getroffen. Hälfte abgezogen. Ja, sehr spannend. Wirklich. Soll ich, wenn ich es ein bisschen negativ mache? Aber es ist gerade lustig so. Nein, eben, das Spiel ist uralt. Da war natürlich alles noch nicht so streng. Heutzutage sind die Spiele natürlich viel strenger geworden. Und ja, ich finde es eigentlich noch recht gut. Es ist immerhin interessant, das neue Spiel. Also, man hat noch etwas zu lernen. Man hat noch so die Sachen herauszufinden und so. Heutzutage wird ja alles sofort erklärt. Und ja, deshalb, ja, ich finde es gut. Ich möchte gerne weitermachen. Und ja, vielleicht treffe ich danach noch andere Spiele, die das mögen. Und... okay, dann du, komm, du. Hallo, lass mich jetzt mal wechseln. Komm bitte töten. Töten. Gut, jetzt, den da. Jetzt können wir schon drei Tank. Also, wir werden irgendwie stärker. Ich sehe es nicht, wie ich stärker werde, aber wir werden irgendwie stärker. Ich kann das schon hier schauen. Level 3 sind jetzt wir. Okay, und wir bekommen nur noch einen Schaden über. Sehr gut. You advanced the distance level. Okay, das ist schon mal gut. Hallo, ich möchte dich, ja. Nein, du musst nicht automatisch jetzt raufgehen. Okay, ich werde jetzt hier looten. Looten. Münzen. Hochgehen. Ja, ich kann euch nicht treffen. So, jetzt werde ich den Bogen wieder benutzen. Und wo ist jetzt der Speer da oben? Ich möchte gerne... ja, das geht nicht. Also, ich möchte jetzt gerne jemanden reden. Er hat geschrieben. Ein lachendes Gesichtchen. Okay. Anvisieren. Rechtsklicken. Rechtsklicken? Das geht gar nicht. Ja, er schreibt irgendwas. Aber wo sehe ich das, was er schreibt? Says Bad armor means you take the less damage. Come and buy some Sachen. Okay, wir sollten bessere Sachen. Ich kann nicht attackieren, aber ich kann ihn auch nicht anreden. Ja, Skills werden doch praktizieren. Stärke. Was hast du noch gesagt? Ey, ich bin zu wenig schnell zum Übersetzen. Bitte, hilf mir. Okay, ich werde woanders suchen. Das ist also der hier ist wahrscheinlich ein Spieler. Kann ich mit dem reden? Nein, ich kann mit dem nicht reden. Du da. Nö. Der da. Ah, das ist da unten, stimmt. Da hat ein Shushi Buruti gesagt, okay. So, nicht möglich. Ja, dann halt nicht. Wenn es schon gesagt wird, nicht möglich, dann ist es wohl nicht möglich. So, jetzt gehe ich mal hier runter. Aha, einen
Eine Zeitmaschine. Ich will in die Zukunft wieder. Mir reicht es mit dem Mittelalter. Ich möchte in die Zukunft mich ein bisschen genetisch verbessern und dann gehe ich wieder in die Vergangenheit und bin ich jetzt ein anderer? Ja, jetzt bin ich plötzlich ein anderer. Okay. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, bin ich dann wieder ein anderer. Ja. Okay, der andere kämpft mit denen. Ich könnte jetzt dem die Sachen stehlen. Aber ich bin ein netter Junge. Also die looten. Ich möchte aber gerne handeln. Ja, aber wie? Wie kann ich handeln? Kann ich die Sachen auf den Tresen schmeißen? Nö. Scheinbar nicht. Wenn ich sie auf Boden werfe. Das geht. Naja, wenn man nichts machen kann. Ich leg die mal auf den Boden. Ich schreib's mal kurz. Scheinbar kann man es noch nicht verkaufen. So, ja, Bogenpfeile habe ich. Noch mehr Pfeile. 93, okay. Wenn du nichts lootest, ja, du hast gelootet. Die habe ich ja genommen. Mal gespannt. Also irgendwie haben mich hier Spieler, die hat eben die Sachen wegnehmen. Aber wenn jetzt einmal weg sind und dann wird das Spiel natürlich viel besser. Das Tutorial ist ein bisschen Knautschzone. Und zu viele Spieler herumlaufen, weil sie natürlich immer neue Charakter herstellen. Also neue Stellen erstellen und ja, das finde ich irgendwie bei den MMOs ein bisschen komisch, dass Leute einfach den Anfang immer wieder machen wollen. Keine Ahnung wieso. Und dann keine Lust mehr haben und das Spiel beenden und dann beginnen sie es wieder neu nach einiger Zeit. Ja, ich möchte das. Greif doch an. Stark ist er. Ein Troll trainierter Salamander. Ah, von einem Troll trainierter Salamander. Ja, jetzt kommt noch einer. Ich trainiere jetzt zuerst einmal. Also wahrscheinlich werde ich das auch ein bisschen auftaubig machen. Und ich bin vergiftet. Okay. Ich bin wieder kuriert, also kein Gift mehr. Gut. Scheinbar bin ich noch sehr schwach. Also kann man mit dem handeln. Also wenn ich mit dem handeln kann, irgendwie. Ich greife dich jetzt. Ah, der heilt mich? Warte, der andere heilt mich? Danke. Also, ah, der heilt mich wahrscheinlich, der. Okay, aber handeln kann man irgendwie noch nicht. Loot. Er fragt, ob er was man verhandeln kann. Ich möchte einfach ein bisschen Geld verdienen und das und nicht immer alles wegwerfen. Das lasse ich mal. Und das sind irgendwelche Runen. Brauche ich überhaupt Runen? Ich werde mal das Zeugs hier. Weil die anderen das Zeugs auch. Das ist ein leerer Trank, okay. Spinneneier. Oder Echseneier. Aha. Also auch eher Elder Scrolls. Also es ist so ein Vor- oder ich weiß es nicht, ob es einfach ein MMO-Variante von Arena ist, vom ersten Elder Scrolls. Und sie haben einfach alles so ein bisschen kopiert oder so. Oder sie haben es selber erfunden. Und dann ist Arena, ich weiß jetzt nicht, was hier was nachher ist, also älter ist. Ich denke, Arena ist älter. Aber ich kann mich auch irren. Vor allem, ja toll. Was soll ich jetzt machen? Wie treffe ich besser?
Okay, sobald ich auf der Hauptinsel bin, kann er mir mehr Tipps geben und ja, wo man jagen kann und droppt und so. Toll, sehr spannend. MLP. Okay, also Learning by Using. Jetzt sind wieder die Teile weg. Gut. Mach du den. Genau. Ja, jetzt greif bitte nicht die an, was ich angreife. Ich werde jetzt einfach fast bis zum Tod kämpfen und dann werde ich wieder zurück. Scheinbar hilft er mir. Okay, das ist gut. Er ist schon ein bisschen besser, der Kirito das Flachas. Ist es Spanisch? Ey, was? Ich habe den angegriffen. Not Steel. Ja, ich kann nicht Spanisch. Ich bin Deutsch. Also bitte, hey. Das ist ein Frech. Also, wenn ich die Dinge angreife, dann möchte ich gerne auch den Loot haben. Und nicht, dass du dann meinst, das sind deine Gegner und du stehst. Okay, dann nehme ich das. Danke. Oh, zwei sogar. So. Ja, Pech, wenn du nicht Englisch kannst. Pech. Es ist mir scheiße. Wir sind hier im Let's Play. Ich muss vorwärts kommen. Nein, ich bin nicht so frech. Das liebe ich. Kommt einfach einer, der nicht aus Englisch kann, in einem Englischspiel rein und ignoriert alles und meint dann nicht, er kommt das Loot über, wenn er nicht das ja macht. Und ich habe ja den ich besiegt habe, den Loot weggenommen, nicht den anderen. Also bitte. Mir geht keine Schuld. Und ich treffe jetzt mal besser. Das ist schon mal besser. Aber jetzt treffe ich wieder nicht. Doch jetzt. Distanz Fighting 17. Also Kleine, wenn du nicht Englisch kannst und nicht diskutieren kannst, ich spreche nicht mit Spaniern. Weil Spanisch, ich sehe das Game nicht auf Spanisch. Also immerhin ein bisschen Respekt. Danke. Kann man die angreifen? Das ist nicht möglich. Okay, jetzt ist es. Okay, dann greife ich halt den. Wenn der andere abhaut, weil es wahrscheinlich ein Tier ist und natürlich Tiere auch abhauen. So muss ja auch realistisch sein, ein bisschen, oder? Ja, jetzt, da ich treffe. Jetzt geht's nämlich schnell, gesagt einfach, es geht jetzt schnell, es geht im Mischen. Also man kommt relativ schnell nach oben, aber eben wenn man nicht getroffen hat, dann hat man auch keine Levels bekommen und ich habe jetzt endlich mal ein paar Gegner für mich. Mir werden die Gegner nicht immer weggenommen. Okay. Wow, konstant 100 FPS, das ist doch mal das Gute. Okay, der will ich. Mal schauen, wie stark der jetzt ist. Okay, er bekommt weniger Damage. Ah, jetzt habe ich 34er, das ist ein Crit gewesen, oder? Okay, ich bin vergiftet, aber es macht nichts. Hallo, bitte greif an. Ich bleibe jetzt einfach so, wenn man sich nicht drehen kann. Voll das geile Game. Also der Ton ist schon am besten von diesem Game. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Das Game ist zu alt wahrscheinlich. Aber das Game hat, wie er gesagt hat, eine der besten Communities von Gilden und so. Also, sei das, will ich auch in anderen Games, in besseren Games sehen. Okay, der tötet mich, wenn er mich weiter trifft. Und ich ihn nicht. Der ist noch ein bisschen zu stark, also die ignoriere ich momentan noch ein bisschen. Ich möchte nämlich nicht alle Heiltränke dann plötzlich weg haben. Und dann kann ich nichts mehr machen. Was machst du eigentlich, Gegner? Komm schon. Stirb. Habe ich keine. Ah, ich habe keine. Keine Pfeile mehr.
Das muss ich ja auch noch sehen. So. Okay, 18. Aber leider treffe ich wieder nicht. Der tötet mich bald, wenn ich nicht irgendwie treffe. Ja, genau, unbesiegbar, unbesiegbar. Ich treffe einfach nicht mehr. Ja, er vergiftet mich schon wieder. Ja, was ist jetzt? Ich habe bald keine... Ah, ich habe noch Pfeile. Wegen dem neuen. Aber... Ja, ich hau ab. Tschüss. Ja, jetzt treffe ich im Laufen. Treffe ich besser als beim Stehstehen. Okay. Ja, danke, aber... ich möchte gerne treffen. Ich weiß nicht, wie ich treffen kann. Ich kann nie zu ihm schauen jetzt. Okay, toller Loot. Ja. Dann greife ich wieder mehr Trollguardians an. Du bist kuriert. Heil mich bitte. Komm jetzt bitte her. Ich brauche Heilung. Jetzt heilst du mich nicht mehr. Du warst die anderen Spiel. Eigentlich möchte ich heil sein. Aber nein. Ich möchte Ranger sein. Oder soll ich... Nein, Heiler hat ja gesagt, dass es nicht so gut wäre für Free Account. Aber eben wenn das Let's Play bekannt wird und erfolgreich oder so, dann werde ich es natürlich machen. Also nicht so erfolgreich natürlich, aber ja, es muss sich ja auch lohnen, das Spiel zu spielen und zu Let's Playen. Und deshalb möchte ich noch nichts ausgeben. Das sind Pfeile. Hm, das ist das Arsch wieder. Tut mir leid. Aber ja, ich werde nämlich noch irgendwie heilen. 45. Okay. Heil mich doch einfach. Okay, er heilt mich nicht. Scheinbar. Weil man hat es nicht irgendwie so ein bisschen gesehen, wer mich geheilt hat, aber wahrscheinlich war es einer der auch Grünen. Vielleicht hat er irgendwie ein Spell gehabt oder so. Ja, leider kann man hier noch nichts machen. Und weiter komme ich irgendwie auch nicht, oder soll ich durchrushen? Was ist denn eigentlich das hier? Was ist das? Nichts. Okay. Vielleicht ist er jetzt beleidigt. Jetzt kommt er sicher bald wieder und tötet mich. Nicht tötet die Gegner, meine ich. Gegner töten kann man hier gar nicht, weil es offenes PvP ist. So. Das ist ein bisschen mühsam, die Dinger zu denen. Und die vier sind Level 4, habe ich gelesen, ja. Level 4. Offline Training 12.00. Bekommt man, wenn man offline ist, auch Training als EXP? Sorry, no possible. Danke, ich war weg. Was ist das eigentlich? Ich will ein Geheimversteck. Hä? Okay. Treffen ist Kunst, treffen ist Kunst, treffen ist Kunst. Ah ja. Wieso bin ich jetzt oben? Okay, ich hab's geschafft. Wieso bekomme ich nichts Gescheites mehr? Ich hatte doch ein Speer bekommen. Aha, sehr viel Hotkeys und so.
Hier Crashkurs TPR Basics. Bewegen mit Pfeiltasten oder Linksklick zum Bildschirm. Benutzen von Dingen, zum Beispiel Truhen und so. Rechtsklick auf Truhe. Verwenden von Items mit einem Ding, zum Beispiel auf Schaufel, ausgrabenes Loch, Set, Seitenhöhle. Aha, eine Schaufel, okay. Oh, sogar Minimap hat es sehr, sehr sichtbar. Ah, eine Marke kann man auch nehmen. Das ist eigentlich wie bei Minecraft mit Mods, also mit diesen Ding-Mods. Ich habe etwas gefunden. Und was habe ich bekommen? Yum yum. Ah, so kann ich mich heilen. Gut. Das ist alles wie bei Elder Scrolls Arena. Also, dass es natürlich nicht in einem Ding ist, in einem Dungeon. Ja, toll. Ja, ich gehe weg. Die sind noch zu stark. Ich muss oben schauen. Ach, komm schon. Wieso sind die Gegner hier so stark? Aber langsam bin ich drin. Also, ich werde immer besser. Das ist gut. Der Fortschritt ist noch drin. Wow, One-Hit-Kill. So, jetzt habe ich eine neue Rüstung. Gibt es keine Lupe, also wo man kann die Items finden. Greift mich jemand an? Nein, es ist Gift. Ich weiß es nicht. Ich nehme es einfach mal mit, keine Ahnung. Aha, jetzt geht's wieder gar nicht. Bin ich zu voll? Ist die Rüstung zu fett? Ist sie, klemmt sie? Kein Feedback, also ja, der Feedback ist leider auch nicht so gut. Ja, was soll ich sagen? Also, das Spiel hat viel negativ, weil es alt ist, aber ich brauche eine Schaufel, aber wo habe ich eine Schaufel? Ja, was, eine Schaufel. Aber was ist das? Ein Stab da, wo ich jetzt drauf bin. Scheinbar ist es ein Druidenstab, weil da ein solcher drin ist. Ich darf ihn nicht angreifen. Also ich kann ihn nicht angreifen. Da war ja nichts. Ich gehe wieder mal nach unten. Das sind diese Dingspace oder was? Ah, die kann man lesen. Also das sind Bücher über Space. Okay. Was ist hier? Bücherregal, das ist das. Im Kübel, da muss doch irgendwas drin sein. Welches Game war das schon wieder, wo überall im Kübel etwas drin ist? Welches Spiel war das? Das habe ich ja schon lange nicht mehr gespielt. Was könnte es sein? Oh, schade. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Jo, also hier rein kann man auch nicht. Ich weiß nicht, ob das für Leute sind, die es das Spiel bezahlen, also Premium haben. Dass die irgendwas lagen könnten drin oder so. Aber wenn ich keine Schaufel habe, kann ich auch die Höhle nicht betreten. Schreibt da noch was? Auf Englisch bitte. Settings. Ja. Okay, nimm gut auf. Jo, dann beende ich die Folge mal. Und wir machen dann in der zweiten Folge weiter mit Training und ja, vielleicht habe ich bis dann auch wieder ein bisschen mehr Sachen herausgefunden oder Tipps bekommen. Jo, also, ich hoffe, es hat euch gefallen bis jetzt und jo, dann tschüss, Leute.